So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe vorher auf YouTube ein Video angeguckt, bei dem der Flugplatz, den Stuttgarter Flugplatz, den ich gekauft habe, sehr glaubwürdig. Ich finde ihn auch gut, kein Thema, aber ich habe Fehler gefunden, gravierende Fehler, und ich will einfach testen, ob die noch vorhanden sind. Also die eine weiß auf jeden Fall, das ist die Fehler mit dem ILS-Anflug und so. Und er hat auch ein ziemlich flüssiges Bild gehabt. Vermutlich hat er einen besseren Computer gehabt wie ich. Oder hat einen besseren Computer. Das mag sein, aber ich möchte es einfach nochmal testen. Und aus dem Grund schnappe ich mir nochmal die... Die Rudder 103 Solo. Ja, die Lackierung lassen wir und geht halt jetzt Flughafen von Stuttgart. Ja, hier sieht man wieder einmal frei. Das Zeichen und das fehlt nachher in der VFR-Karte auch. Ja, gehen wir hierher, weil hier ist nämlich auch die Flugzeuge, wo im falschen Maßstab angegeben sind oder dargestellt sind. Und dann starten wir einfach mal und gucken, wie es sich auch von der FPS-Zahl her hat er nichts gesagt und bei mir kommt es doch ziemlich ins Stocken. Aber testen wir es einfach. So, da wären wir jetzt. Also, wie ihr jetzt schon festgestellt habt, die GA-Flieger auf dem Platz, hier sieht man sie, sind nach wie vor überdimensional groß. Ja. Hoppla! Jetzt gehen wir mal raus. Es läuft nicht ganz regungslos, aber es war zu erwarten. So. Es ist ein sehr, sehr schöner Flugplatz. Ja, nach wie vor auch mit den zu großen Fliegern auf dem Platz da. Hier auf meinem Stimme hört man die Flugzeuge im Hintergrund, sind doch ein bisschen laut. Aber so, das ist sehr sauber gemacht, der Flugplatz. Ich habe ja schon mal, ich glaube, drei Videos waren über den Flugplatz gemacht. Wo es dann ziemlich gestockt hat. Ja. Auch hier zum Beispiel, das hier sind mit Sicherheit generierte Flugzeuge. Und der hier ist in der Luft. Ja. Das ist dann, der da mit Sicherheit ein Namensschild, binden wir es mal ein. Ja. Die, wo generiert worden sind, sind natürlich an anderer Stelle, wo sie hingehören. Hier sind jetzt, hat sich einer materialisiert, genau auf dem Flugwerk um andere. Ja. Ich schieße jetzt einfach ein paar Beweisbilder und los geht's. Los geht's auf seinem Discord-Server mal zeigen.
die Höhenangabe sind leider. Sind leider nicht so optimal. Ja. Hat halt der Default Flugplatz in einer Höhenangabe wie der. Jo. Ja, dann gehen wir mal rein. Es ist in der Lehre hier nicht schnell, aber der Griff ist nur so ein bisschen langsamer. So. Also der ist wunderschön gemacht und ich mag den auch ganz hart, den Flugplatz. Ja. Umso mehr stört es mich ja auch, dass da manche Sachen jetzt nicht stimmen. Jetzt mocken wir schon. Wir kommen ja nicht ganz ruckelfrei durch. Ja. Vielleicht wird hier auch noch ein bisschen bisschen nachgeladen, aber man mag das ganz deutlich hier, das ist der Weg. Das ist gut. Ich habe auch Anführungszeichen nur eine 2080er Karte. Ja. Das ist halt keine. Das war eine gute Karte, seinerzeit sehr gut. Aber keine High-End-Karte, wenn man so auf die heutige Grafikkarte oder mit der heutigen Grafikkarte vergleicht. Ja. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es ein Video wird. Moment, ich schalte es mal für die FPS-Zahl ein. Jetzt 23 FPS. Wenn ich jetzt den Frame-Generator entschalte, was ja auch noch eine Option wäre. So. Ja, also mit Frame-Generator ist runter, ja. Und so. Ja, also mit Frame-Generator ist nicht optimal. Aber jetzt ruckelt's. Gehen wir nochmal zurück. Nochmal vor. Schalte mit dem Frame-Generator aus. Und geht hier auf DLAA. Ja, es geht auf 17 runter, ja. Also das ist am Limit von meinem Computer, ja, leider. Genau, jetzt ist die GPU. Moment, Frame-Generator aus. Jetzt ist die GPU ausgelastet, am Limit. Ja, und wenn ich es jetzt so umstelle. Trotzdem noch ein Limit.
Ja. Es ist am Limit. Gucken wir nochmal, wie das jetzt hier ist. Jetzt sehen wir hier natürlich das. Ja. Und trotz Framegenerator habe ich jetzt hier keine Verbesserungen. Außer eine komplette Auslastung von der GPU. Läuft es hier nicht flüssig. Gehen wir nochmal zurück in den Einstellungen. Also ich sehe es jetzt natürlich nicht, wie es auf dem Video rüberkommt. Vielleicht habe ich im Video wieder Standbilder, wie es schon mal war. Da habe ich aufgenommen gehabt und nachher ging auf dem Video gar nichts. Ich gehe hier auf Qualität und Frame-Generator aus. Und was ich jetzt auch noch geschwind mache, den Rolling Cache nochmal neu, dann wird es aber geschwind nachher ordentlich ruckeln. Das dauert jetzt geschwind. Ja, das ist das Problem bei dem Flug. Entweder Problem am Flugplatz oder von meinem Computer, der dann aber doch mit der eine Einstellung, was ich hier habe, an seine Grenze kommt. Also ich habe jetzt 13 FPS. Gehen wir mal rein, raus. Und geht mal zum Flugzeug. Jetzt müssen wir natürlich schön warten, bis es wieder geladen hat, weil den Cache ja gelöscht habe. Jetzt erholt sich auch die GPU-Zahl wieder. Und dann gehe ich mal geschwind. Also so müsste eigentlich jetzt nicht weghaken. Ich mache jetzt hier mal einen Cut und gucke mir das Video an, inwieweit das jetzt ein bisschen gelaufen ist, bevor ich dann Räder mache. So, da bin ich wieder. ich habe jetzt auf dem Discord von dem, der wo den Stuttgarter Flughafen angepriesen hat, ein paar Bilder geschickt, gerade von der Karte, dass er halt nicht alles aufgeführt ist, dass GPS nicht geht und so, und auch von dem riesen Flugzeug da im Hintergrund, das da drüben. Und dann habe ich das Video angeguckt, das war soweit ja okay. Und hier die fliegende Flugzeuge in der Wand gäbe. Und ich habe jetzt auf Kopfhörer umgeschaltet, damit die Flugplatzgeräusche nicht zu laut sind. Und jetzt starte ich einfach mal mit dem Flugzeug. Ich will das auch noch ein bisschen testen. Ja, ich habe vorgenommen, ich mache einfach beides auf einmal. Und ja, dann fliege ich mal rüber.
nach Betzgrid und landet dort. Da kommt er. Das ist ein bisschen störend. Mich das interessiert, wie der mich sieht. Ob ich bei ihm in richtiger Höhe bin, weil unterirdisch kann ja nicht sein. Ja. Ich starte wahrscheinlich gerade von der Landebahn aus. Oder von der Startbahn. Ich starte einfach so. Mal gucken, ob es klappt. Alles ein. Nicht, da gibt es ja keine. So. Das hier. Handbremse gibt es auch keine, also muss ich Fußbremse machen. So. Und starte. Ja, dann. Ich kann ja mal testweise über den Flugplatz fliegen. Dann wird es zwar wieder ein paar Einbußen haben, was FPS angeht, aber ja, das Video ist ja zum Testen da. Flaps habe ich keine. So. Hoppla. Ja. Install. Yay, yay, yay. Yay, Install habe ich gehabt. Okay. Okay. Ja. Stell dich wieder auf. Stimmt was nicht. Das ist schon. Das Spawnrad hat sich gerade abgehoben. Ich habe tatsächlich gerade das Tor gehabt. Ich habe nicht mehr gefangen. Also starten wir hier. Und bleiben wir. Ah ja, ich weiß, was los war. Ich habe zu bald hochgezogen, Kit. Bevor ihr auf die richtige Geschwindigkeit hat. Der will ja abheben, ist ein Spornrad-Ding, da muss man auf den zwei Haupträdern bleiben, bis die Geschwindigkeit dann auch stimmt und der Stern hochziehen. Egal, ich bin erstens mal beim Testen von dem Flieger und zum zweiten beim Demonstrieren von dem Flugplatz. Also ist alles erlaubt, auch jetzt die Huckler sind eigentlich, wenn sie vorhanden sind, auch gewollt, damit man sieht. Ja. Es läuft also nicht ganz flüssig. Aber ich fliege jetzt eigentlich ziemlich langsam über den Flughafen drüber, beziehungsweise über die Gebäude drüber, sodass eigentlich auch Zeit bleibt, für den Computer das Ganze aufzubauen. Man sieht unter links die Flugzeuge und das Bodenpersonal und so, wie es ein bisschen aufbaut. Ja. Ich meine, wenn es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, es ist nicht optimal, aber es ist auch nicht so, dass man sagen muss, oh, scheiße. Ja. Ja, das große Busch Parkhaus mit dem Schriftzug. Also, dann drehen wir mal um. Wir müssen jetzt Richtung Osten, Südosten mehr oder weniger. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, irgendwie mit GPS den Weg zu finden. Jetzt geht's! Ich habe jetzt da ja so gemacht und dann wieder auf Haupt. Ja. Beim letzten Mal, wo ich den Flieger getestet habe, ging es nicht auf die Ausgangsposition zurück für im Sichtfeld. Jetzt geht's. Also warum es dort nicht gegangen ist, weiß ich nicht. Es ist jetzt natürlich von mir sehr gewagt, über den Startbereich zum Flieger. Ich habe ja alles im Griff. Ja, das ist so gut, man. Könnte es tatsächlich bei der Dore bis in Betzgrid ankommen? Im Grunde genommen fliege ich jetzt ja langsamer, wie ein Auto fährt. Selbst es gäbe Vollgas. Und wenn ich jetzt so trimme, dass ich nicht mehr an Höhe gewinne,
bei Vollgas komme ich trotzdem kaum über die 50 Knoten drüber. Ja, das ist ein bisschen schwierig zum Trimmen. Ich glaube, ich kann gar nicht trimmen. Hier unten wird auch kein Trimmrad angezeigt. Keine Trimmung angezeigt. Das gucken wir mal geschwind. Auf meinem Tablet. Ich kann nicht trimmen. Der Flieger hat keine Trimmung. Okay. Das heißt im Klartext, ich muss immer das Lenkrad oder Steuerrad, Steuerrad heißt, in der Hand haben. Das ist ja belastend, wenn man dann eigentlich nur mit dem Gas trimmen kann. Also gut, dann gehen wir jetzt mal zurück mit dem Gas. Gucken mal, ob wir da eine konstante Geschwindigkeit hinkriegen. Damit ein bisschen das Steuerding entlasten können. Die Umdrehungszahl vom Motor ist ja enorm. Ich kann ein bisschen mehr Gas geben, also ungefähr bei 7000. Rechne damit, dass es gerade Ausflug ist. Ja, ungefähr 7000. Jetzt sinkt er wieder ein bisschen. Ja, heute war ja bei dem Indiana TV-Event das 70. Die Gegend, Brüssel und so, wo wir drüber geflogen sind, das war richtig gut gemacht. Und dann ist Andi ja noch mit einem Ding geflogen, mit einem Ultralight-Flieger. Sodass wir eigentlich bequem unterwegs waren. Und da konnte man dann auch einiges angucken, was ja oftmals zu kurz kommt, ja. Ja, da fliegt man drüber und hat im Endeffekt nichts gesehen. Passiert so oft. Und da konnte man wirklich das richtig gut angucken. Und da jetzt kann man sich auf die ganzen Details konzentrieren, was da unten so ist. Das, was mich jetzt halt ein bisschen nervt, ist, dass ich das Steuerhorn nicht loslassen kann. Also, hoppla, jetzt stoppt's. Ich hoffe, dass es gleich weitergeht und ein Ladefehler ist. Ah ja. Ja, ich kann das Steuerrad nicht loslassen, weil er zieht nach rechts. Gas gebe ich, sinke ein bisschen. Und fliegen wir jetzt mal der B10 entlang. Jetzt zum Beispiel die Kurve mache ich nicht selbstständig. Das macht der Flieger. Und durch das, dass er die Kurve macht, geht es in den Sinkflug. Und jetzt steigt er wieder, macht wieder eine leichte Linkskurve. Also man muss ständig den Knüppel praktisch, ich habe ja ein Steuerhorn in der Hand haben.
Wenigstens habe ich es jetzt so gemacht, dass ich horizontal fliege. Jetzt könnte man aber eigentlich könnte man den Sound wieder einschalten. Jetzt sind wir weg vom Flugplatz. So. Das ist schon das eigentlich von der Zeige. Abgastherapie. Bringt mir aber nichts, weil ich habe keinen Gewichtsregler. Ich habe gar nicht gewusst, dass die P10 so im Umbau ist. Ja, ich habe hab ja auch so Sachen gelassen, wie heißt es, VFA, V-Lauf VFA heißt es, das sind gerade solche Sachen, so Baukräne und solche Sachen integriert. Ich habe auch Add-on kleider mit so Master und so. Dabei bin ich mir jetzt nicht sicher. Oftmals sind die Starkstromleitungen bei der Landung im Weg. Da weiß ich nicht, ist das jetzt vom Flughafen oder von der Szenerie oder von dem Add-on. Ja. Was ist jetzt das hier? Genau, das sollte sich im Flugsimulator 2024 ändern. Ja. Die Autos jetzt zum Beispiel fahren da oben drüber. Da jetzt nicht, aber vorher war es so. Was ist das für eine Kreuzung? Wendlinger rüber geht, soweit ich es mir dann vorher kommt, aber nichts. Windlinger Abfahrt. Aber das hat kein Weg nach links rüber. Also wenn das die Autobahn gewesen wäre. Nee, das war nicht die Autobahn, das war ein PC. Die Autobahn schwimmen. Das passt nicht, das passt nicht. Ich bring's jetzt aber. Das ist jetzt aber.
Da müssen wir. Das fährt nach Wendlinger rüber hier zur Autobahn. Das war Richtung Göppingen. Naja, egal. Vor allem muss ich mich darauf konzentrieren, wie ich danach lande, weil der Flugplatz ist sehr kurz, was mit dem Flieger ja gar kein Problem ist. Aber auch unübersichtlich. Was wahrscheinlich das größere Problem sein wird. Und live wäre der 6. Note aus 195. Mit dem 14er. Mit dem 14er, damit wir uns hier einstellen können. Ich weiß, das heißt nicht Landebahn 14, sondern Landebahn 1,4, aber so genau wollen wir es auch nicht sein. So. Also im Grunde genommen hat das Flugzeug eine konstante Geschwindigkeit und mit dem Gasdruck und die Höhe ändern und das war's. Ja. Wenn man merkt, oh, hoppla, wo kommt in den Sinkflug, dann gibt man ein bisschen mehr Gas. Und wenn man im Steigflug ist, dann geht man vom Gas wieder ein bisschen weg. Aber für Sightseeing ist es optimal, es ist besser wie das Aerolite 103, gibt's ja auch, habe ich auch. Jetzt habe ich den Fuß drinnen. Ladehemmungen, jetzt war es wieder okay. Ja, für die Ladehemmungen kann der Computer nichts dafür. Ich habe auch meinen Speicher so weit optimiert, im Hintergrund läuft das ISLC mit. Ist intelligent, heißt es intelligent, ich weiß es nicht, ich komme jetzt drauf. Standby List Cleaner, so heißt es glaube ich, intelligent Standby List Cleaner, wenn ich nicht dran bin. Dann läuft im Hintergrund mit und dann dürfte das Freeze nicht sein, wenn es ein Speicherproblem ist vom Computer. Ich auf die Weltkarte oben guck, auf die Karte guck. Der Flieger zieht immer nach rechts. Was eigentlich nicht sein sollte, der müsste eigentlich nach links ziehen. Das ist ja ein rechts laufender Motor. Also aus meiner Sicht rechts laufen, von vorne her links laufen. Geht man schon über die Seilkante? Ich finde es gerade noch nicht.
ist uns auch ein bisschen blöd. Aber ich finde jetzt den Rückwärts nicht so zu schnell. Geht trotzdem mal runter. Kurs von 1,40 landen will, muss ich ein bisschen ausholen. Ja, der Vorteil bei dem Flieger ist, dass du tatsächlich Zeit hast, umzuschauen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Selbst bei Cessna oder so wäre es jetzt schon kritisch, wenn man nicht weiß, wo man landen sollte. Oder wo es zum Landen geht. So, dann. Das hier. Ausholen. Dahin wird es sein. Hier ist der Weg. Wenn das jetzt der Flugplatz überraschend kommt.
da gibt es so viele so Sträucher auf dem Boden, so Wiese, wo man sagen kann, das ist schon der Flugplatz, und dabei ist bloß die Form und die Struktur von der Wiese identisch mit dem Flugplatz. Ich muss auch zugeben, dass ich immer von der Borge hinterher und kein Detail bin. Ich kann momentan auch nicht ganz abschätzen, wie lange ich brauche, bis ich beim Flughafen ankomme. Weil das so langsam fliegt. Das hier könnte das sein. Das ist schon. Ja. Okay. Flugplatz in Sicht. Wie gesagt, ich bin immer von der Seite jetzt gelandet, aber durch die Windverhältnisse wäre es falsch. Ich darf nicht vergessen, dass ich ein Spornradflugzeug habe. Ich hatte jetzt auch ein bisschen blöd, weil hier ist eigentlich eine Straße. Ja. Und wenn da ein Fahrradfahrer mit Walkman oder mit Kopfhörer vorbeifährt und mich nicht hört, dann gibt es ein Problem. Da bin ich früher mal mit dem Fahrrad gefahren. Das war ins Training, so ins Fitnesstraining. Nach Bull von vorn da aus. Ich weiß gar nicht, wie da die Abrissgeschwindigkeit spielt. Das heißt, es ist ein Spornradflieger, ich gehe jetzt richtig leicht zum Landen. Also muss ich hier ausholen. Dann können wir statt drüber reinfahren zum Bauflüge. Also der Flieger ist ideal für Sightseeing und besser wie die andere 103, das Aerolight 103, was ich auch habe. Jetzt Moment. Ich könnte doch eigentlich mein Zelt aufschlagen. Genau, dann muss ich ein bisschen weg von dem, von der Hütte. Für was habe ich denn ein Zelt?
So. Parkbremse gibt es hier doch nicht. Und das hier muss man von Hand ausschalten. Das war's schon. Dann bauen wir mal Zelt auf. Da vorne geht schon die Sonne unter. So. Sieht gemütlich aus. Brauche ich noch ein Abschiedsbild. Obwohl ihr eigentlich den Stuttgarter Flughafen ja mit drauf habt, das sollte eigentlich auch ein Bild haben vom Stuttgarter Flugplatz. Machen wir so. Gehen mit Zoom ran, das sind die Dinger nicht so. Jetzt so sieht es besser aus. Gehen wir ein bisschen darüber. So. Also gut, dann mache ich mich vom Acker. Und vielleicht fliege ich noch eine Runde mit dem anderen Flugzeug. Mal gucken. Zeit hätte ich noch genug. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.